Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play Minecraft geht heute in die 366. Folge und zum Bedauern wahrscheinlich einiger, zur Freude vielleicht anderer, ist es soweit. Ich beende das Minecraft Projekt. Es ist die letzte Folge heute, Leute. Für einige vielleicht ein bisschen überraschend, einer hat uns ja in den letzten Wochen, Tagen vielleicht schon mitgekriegt. Ich war eigentlich nur noch ein bisschen sinnlos hier in der Gegend unterwegs. Aktuell ist bei mir so ein bisschen die Kreativität hier für Bauen raus. Ist wahrscheinlich alles auf dem friesischen Marshmap hängen geblieben. So, dass ich sage, Minecraft, ja, wird beendet, wird vielleicht pausiert. Das weiß ich mir ja nie so genau. Minecraft ist ja so ein Spiel, was man theoretisch unendlich weit spielen kann. Und ich habe gerade mal geguckt, wenn ich mir mal so das erste Minecraft-Video angucke, ja, hat sich schon ein bisschen was getan, oder? Also, um mal kurz nochmal einen Einblick zu geben, wie ich damals angefangen bin, ein kleiner Ausschnitt. Minecraft. Folge 1 in Minecraft. Hier generiert sich gerade die neue Welt. Sehr schön. Hier haben wir schon ein kleines Dörfchen. Hier haben wir so eine Truhe. Ich habe einen Truhengenerator angeschaltet. Schärfe auch schon mal sehr gut. Die Sonne geht gerade auf. Also der erste Tag beginnt. Da hier eine Stadt in der Gegend ist, habe ich nicht so die Panik. So, das soll mal reichen. Also erstmal muss man natürlich sagen, Wahnsinn, was ein Unterschied. Das Video habe ich im Mai 2015 hochgeladen, also vor gut und gerne 2,5 Jahre. 2,5 Jahre hat uns Minecraft jetzt begleitet mit 366 Folgen. Theoretisch reicht es natürlich, um ein Jahr lang jeden Tag eine Folge gucken zu können. Zumindest in Schaltjahren. Also in normalen Jahren wäre eine Folge zu viel, aber in Schaltjahren, ne, 366 Tage. Und dafür nicht, muss man auch mal sagen, irgendwann muss auch mal Zeit für was Neues sein. Ihr habt ja jetzt auf meinem Kanal das Adventskalender-Projekt. Da ist jeden Tag ein neues Spiel dabei. Und da könnt ihr natürlich abstimmen. Und dann werden wir sehen, was wir im Jahr 2018 denn für neue Spiele spielen hier auf dem Kanal. Da wird mit Sicherheit das ein oder andere bei sein. Und ich denke, ich werde mich auch da weiterentwickeln, weil ja, man hat es ja gesehen. Ne? Vor 2,5 Jahren, als ich so ein bisschen angefangen bin mit Minecraft, generell mit YouTube, war schon ein bisschen was anderes, würde ich behaupten. Von der Stimmung her, vom Spruch her, keine Ahnung. Also man entwickelt sich dann doch ein bisschen weiter. Man ja, lernt dazu so ungefähr. Von daher natürlich auch das Projekt ist gewachsen. Am Anfang, glaube ich, waren das so um bei 20, 30 Views für ein neues Video. Jetzt gucken sich teilweise schon 200, 300 Leute Minecraft hier an. Aber Leute, vorher ist bestimmt auch in den neuen Spielen was dabei. Was euch gefällt, also gerne in die Adventskalender-Serie reingucken, abstimmen und auch wieder mit Spaß sich andere Spiele anzugucken. Auch selber muss man ja sagen, man soll das spielen, wozu man Bock hat. Und Minecraft ist aktuell so ein bisschen, ja, ne, wie wir gerade gesagt haben, 2,5 Jahre. Aber wo ist eigentlich unser Pferd? Wir hatten noch beim letzten Mal so ein schönes Pferd. Wo ist es hin? Sieht es noch jemand? Einige, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wie viele sagen, oh, traurig, dass Minecraft zu Ende ist? Oder wie viele sagen, oh, das ist gut, dass du Minecraft beendest? Ich freue mich auch, dass du andere Projekte startest. Bin mal gespannt auf eure Meinungen. Das Pferd ist. Oh. Okay, danke, Creeper. Hast du einfach mal die Hütte kaputt gesprengt? Ja, wir haben viel erreicht, wir haben viel geschafft, aber das Ende hier noch zu spielen, aktuell reizt mich auch nicht so wirklich. Kann sein, dass wenn ich nächstes Jahr irgendwann auf einmal so Minecraft vermisse, die Welt hier vermisse, dann schmeiße ich es nochmal an, mache nochmal ein paar Folgen, aber geplant ist es erstmal nicht. Aller Abschied ist schwer, ist ja tatsächlich so. Ist auch ein bisschen traurig. Weiß ich nicht, ein lachendes, ein weinendes Auge. Natürlich freue ich mich auf neue Projekte, auf andere Spiele. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch traurig, diese Welt hier hinter einzulassen, was wir so lange hier aufgebaut haben. Und nach wie vor, also ich finde den blöden Gaul nicht mehr. Müssen wir jetzt tatsächlich zu Fuß zurücklaufen, weil ich will natürlich noch mit euch heute zurück zu unserer Hauptbase. Da nochmal zeigen, kurz und knapp, was haben wir eigentlich alles gebaut. Die Pyramiden hatten wir beim letzten Mal oder vor ein paar Folgen schon mal gesehen. 5, 6 Folgen ist es her. Und wir sind ja schon recht lange nicht an der Homebase gewesen. Vielleicht, eigentlich müsste man sagen, müsste man hier aufhören. Ne? Da fällt einem der Abschied nicht so schwer. Aber wir laufen jetzt zurück, weil so weit war es nicht mehr. War mal in die Richtung, ne? Ja. Ziemlich genau hinter den Wäldern müsste dann auch schon irgendwo unsere Base auftauchen, wenn wir das mal so sehen von den Koordinaten. Nehmen wir hier die Dinger wieder raus. Ja, bin echt gespannt, was ihr sagt. Sagt ihr nein? Minecraft gehörte schon zu meinem wöchentlichen Repertoire. Es gab ja jetzt auch nur noch 2 Folgen Minecraft aktuell in der Woche. Früher war es mehr. Und keine Sorge, es wird nicht das einzige Projekt sein. Ich werde auch The Forest demnächst einstellen. Auch da muss ich sagen,
muss man Zeit für was Neues. Ja, da haben wir aber allerdings im Multiplayer natürlich den Endgegner besiegt. Ich denke, die meisten von euch haben es mitverfolgt, haben es dann vielleicht nachträglich noch gesehen. Und deswegen ist da, ja, auch da so eine Sache, das ist noch ein Spiel in Entwicklung. Kommt ja immer was Neues dazu und auch Minecraft ist ja noch weiter Entwicklung. Es gibt so viele neue Updates, wobei ich immer noch hier bei 1, oh, ich weiß gar nicht, Version 8, ich weiß nicht, steht hier nicht, ne? Drücke E, um das Inventar zu öffnen. Das liegt daran, dass ich aus Versehen von diesem 1.1.2 gibt es, ne? Ich bin, glaube ich, immer noch bei 1.0.8 oder sowas. Also, keine Ahnung, was sich da auch in Minecraft überhaupt so getan hat, was da neu dazugekommen ist. Ich weiß es nicht. Wir haben hier alles, wir haben nur das Ende nicht gespielt. Und da muss ich sagen, irgendwie dieses Finden von diesen Schlössern gestaltet sich ja als äußerst schwierig. Wobei ich auch sage, wenn ihr natürlich, sind ja ein paar Leute da, wenn ihr tatsächlich alle aktiv dabei seid, alle sagt nochmal, ja, ich gebe nochmal ein Like. Auch wenn ihr natürlich sagt, ja, Dislike, weil, keine Ahnung, keine weiteren Folgen kommen sollen. Aber wenn wir 100 Likes auf diesem Video zusammen kriegen, was natürlich für Minecraft eigentlich unwahrscheinlich ist, würde ich noch das Ende spielen, zumindest versuchen. Heißt also, ne, mach Werbung für das Video im Zweifel, wenn du es unbedingt sehen willst, dann würden wir noch auf jeden Fall dieses Schloss suchen. Wie auch immer genau das funktioniert, keine Ahnung. Wenn wir das Schloss suchen, würden dann versuchen, das Ende zu spielen. Was dann vielleicht noch ein besseres Ende wäre. Aber das mache ich nur, das lege ich nur dran, wenn ihr da Bock zu habt. Und wenn ihr Bock dazu habt, wie gesagt, hinterlasst ein Like, teilt das Video, schafft es. Da hinten, was ist das denn? Und kann man sich an die Hütte noch erinnern? Ich nicht. Wo sind wir denn jetzt? Oh. Also die Richtung hier stimmt. Da hinten haben wir so eine kleine Hütte. Guck mal, die hätte ich auch gar nicht mehr auf der Pfanne gehabt. Wann haben wir die wohl mal gebaut? Ach so. Das ist hier. Ah, das passt doch ganz gut eigentlich. Warte mal. Dann sind wir hier vorne. Da haben wir ja auch nichts Großes gebaut. Aber wir könnten. Wir haben aber. Das ist natürlich blöd. Wir gehen hier runter. Wir haben ja keinen Zug mit. Aber das ist unser wahnsinnig krass umfangreich gebauter U-Bahn-Tunnel. Alleine der ist natürlich so ein bisschen traurig schon zu verlassen. Ich habe jetzt nur keine Lore aktuell dabei, deswegen können wir nicht abfahren. So, sehen wir wieder alles. Da haben wir aber auch viele, viele Stunden, viele, viele Folgen hier verbracht, um das Ganze so zu gestalten. Funktioniert ja auch. Wenn wir jetzt eine Lore dabei hätten, hätten wir ein bisschen Gas geben können. Jetzt müssen wir das aber ablatschen. Aber so ein bisschen endlos im Tunnelblick. So, das natürlich, so kann das Ende jetzt auch, so kann das Spiel jetzt auch enden. Wir laufen hier einfach immer weiter. Eigentlich wäre es natürlich das richtige Ende gewesen, so eine Endlosschleife hier. Aber nein, jetzt haben wir hier gerade unter Wasser gewesen. Soweit ist es nicht mehr. Dann kommen wir in unser Base raus. Das gerade eben, was wir gesehen haben, war denn die Hütte, das, ja, das sogenannte U-Bahn-Häuschen, U-Bahn-Station. Keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Auch diesen Tunnel hätte man noch weiterbauen können. Das könnten wir Jahre theoretisch machen, aber aktuell ist bei mir so ein bisschen die Luft raus aus Minecraft. Wie gesagt, 2,5 Jahre hat mich das Projekt begleitet und in letzter Zeit fehlt mir auch ein bisschen Zeit. An sich, klar, ein lustiges Spiel, macht auch immer Laune, aber mir fehlt die Zeit, groß da noch was aufzunehmen. Hier sind wir jetzt in unserer Hauptbase. Die meisten von euch werden sie kennen. Mein mitgrößtes Projekt, würde ich behaupten, dieses Hochhaus, 4-stöckig, aber auch nie fertig ausgebaut. Auch da fehlte mir irgendwann die Lust, noch weitere Stockwerke zu setzen. Hier vorne aber natürlich schon schick gestaltet. Ne? Das nochmal so als Abschiedsblick. Wir gucken auch nochmal rein. Haben wir da den Monster-Spawner. Da drin ist eine Monsterfabrik in Anführungsstrichen hier. Eine XP-Farm, wie auch immer man das nennen möchte. Und hier unseren Hochsicherheitsbereich. Und hier, wenn wir hier ein bisschen warten, genau, kommen regelmäßig Zombies, Creeper, Skelette und sowas runter. Und die Spinnen kommen auch manchmal durch, leider, aber okay, das ist halt so. Und die kann man hier einmal alle weghämmern. Eigentlich kann man sie fast mit einem Schlag, mit was auch immer für einem. Guck mal, das ist der nächste. Das kann man so ein Stück die ganze Zeit machen. Hier unten sammelt sich natürlich ohne Ende Loot dann. Oh. Der Creeper muss man immer so ein bisschen aufpassen, ne? Also die sind, also eigentlich sind sie fast tot, wenn sie hier ankommen. Man muss sie nur noch einmal so minimal treffen und dann sind sie erledigt. Man kann also auch hier stehen die ganze Zeit so machen. Irgendwann kommt wieder einer runtergefallen und man kann Punkte spawnen. Wie funktioniert das Ganze? Ja, oben ist ein dunkler Raum, da spawnen die und hier in der Mitte ist so ein Fallbereich. Die fallen hier eine gewisse Zahl, damit sie schon mal
stark vorgestellt, die sind. Und dann, ja, seht ihr hier, müsste man jetzt. Ups. So. Und dafür haben wir es eben dieses gemacht. Da passiert, außer dass es jetzt zu tief geworden ist, nichts. Aber egal. So viel dazu. Wir gehen wieder raus. Durch den Vordereingang. Ansonsten ist es hier immer noch so ein bisschen Rohbauzustand geblieben, wie ihr seht. Stockwerk 2, 3, 4. Ist nie was passiert. Nur unten haben wir schön gebaut. Und hier oben ist sozusagen der Bereich, wo die ganzen Teile spawnen, da runterfallen in diesem. Und ja. So viel dazu. Dann haben wir natürlich noch viel, viel mehr gebaut. Wir haben hier unsere kleine Weizen-, Kartoffel-, Karottenfarm gebaut. Schön, ne? Schönes Gewächshaus. Auch ganz schick geworden, finde ich. Gefällt mir auch. Gut gemacht. Hier ein kleines Wohnhaus. Wir wollten ja unser Dorf immer, dass es größer wird. Aber irgendwie so wirklich viele Dorfbewohner sind hier nie gekommen. Hier ist auch nichts, außer so ein Dingsbums da. Kleiner Raum. Und sonst nichts. Weiter geht's. Das sind natürlich Standardhäuser, die aus dem Dorf heraus da waren. Wir haben das Dorf nur erweitert. Hier haben wir noch ein kleines schickes Haus. Auch hier ist nicht so viel, außer dass wir hier oben noch so einen, ja, oberen Bereich geschaffen haben. Ganz schick. Gehen wir hier wieder raus. Was haben wir noch Schönes gebaut? Das haben wir nicht. Also den Zaun natürlich ganz rundherum, damit das ganze Dorf abgesichert ist. Hier haben wir vielleicht ein bisschen was geändert. Hier in der Mitte, diesen Dorf-Stadtkern herum, um den, ja, um den Pool hier, Brunnen, wie auch immer man das sagen möchte. Auch ganz schick. Das ist unsere Eingangshütte zur U-Bahn. Hier haben wir nur, ja, ein bisschen Vorgarten nicht wirklich gestaltet. Hier war auch noch Platz. Hier wäre natürlich noch Platz. Ja, theoretisch ist hier noch sehr, sehr viel Platz, um noch mehr Sachen zu bauen, klar. Ja, hier rechts natürlich nicht zu vergessen, unsere Weizenfarm. Weizenfarm war auch ein langes, großes Bauprojekt hier. Die meisten von euch werden es kennen. Ich werde sie noch einmal anschmeißen heute, ne? Zur Feier des Tages, zum Abschied, schmeißen wir natürlich nochmal die Weizenfarm hier an und werden nochmal die große Erde starten. Muss sein. So, Hebel. Dann geht das hier runter. Das ganze Wasser schwemmt hier praktisch den ganzen Weizen einmal runter. Seht, wie das einfach gut funktioniert. Jetzt wird das alles einmal schön runtergeschwemmt. Kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Dann macht man es gleich wieder aus. Schön, wie das funktioniert hat. Hat lange gedauert, hat mich auch Nerven gekostet, dieses Bauprojekt. Wir können, ich merke gerade, gar nichts mehr aufsammeln, weil unser Inventar, glaube ich, von unserem Expeditionstrip komplett vollgemüllt ist. Ansonsten kriegen wir hier wahnsinnig viel Zeug zusammen. Wir können das ja gleich einfach nochmal versuchen, ist jetzt ja eh egal. Achso, warte, nee, dann mache ich erstmal mein Inventar leer. Mit allem Krams, was wir nicht brauchen. Erstmal esse ich ein bisschen Kartoffeln. 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 Und dann schmeiße ich einfach mal alles, was wir hier haben, hier rein, ne? Ist ja egal jetzt. Ist ja eh erstmal die letzte Folge und zur Not wissen wir, wo alles ist. Ist bei der Weizenfarm. Dim, 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 dim. So, Fleisch behalten wir auf Tasche, falls wir noch was zu haben. So, dann sammeln wir mal alles hier ein und sehen, was unsere Weizenfarm eigentlich für einen mega Ertrag bringt. Seht schon, unten ist unser Inventar schon recht voll. So. Können wir erstmal wieder schließen das Ganze. Auch dieser Mechanismus hier, der hat mich auch echt Nerven gekostet, bevor das alles funktioniert. Hier unten, hier mit diesem Weg, hier hoch, damit diese ganzen Wupper hier, die ganzen, keine Ahnung, Dinger da hoch und runter gehen können. Ja, das hat lange gedauert. Habt ihr ja alles gesehen. Zumindest einige von euch waren dabei. Wer nicht dabei war, kann sich das natürlich nachträglich noch angucken. Wie gesagt, 366 Folgen Minecraft, theoretisch so gut wie für jeden Tag eine Folge. Da haben wir erstmal was zu tun. So, jetzt haben wir hier in der Mitte noch so ein bisschen, was halt nicht mitgeschwemmt wird. Ist aber auch extra so, weil hier die Lampen sind, weil umso mehr Fackeln, umso besser natürlich, ja, das Ganze. Ja, das war natürlich ein schönes Baumprojekt von uns, fand ich. Also hat Spaß gemacht, definitiv. Ist nicht so, dass das hier keinen Spaß gemacht hat. Hier im Mehrfamilienhaus, natürlich auch alles eher leer, aber ist eher so gedacht für die Dorfbewohner, die hier ansiedeln sollen, nachts Sicherheit finden vor den bösen Zombies, sonstigen. So viele spawnen hier aber nicht, weil ja generell das Dorf relativ hell ist. Hier unseren Tierstall, auch ganz schick geworden, recht umfangreich, hätte man noch weiter erweitern können. Und irgendwas stimmt hier nicht, oder? Unsere Tiere sind ausgebüxt. Waren wir zu lange nicht mehr hier, oder was? Das ist aber auch das Problem, vielleicht liegt es an dem Update. Auch das Pferd, alles ist weg. Ja, das passt dann ja, dass wir heute eh aufhören, weil sonst wäre ich jetzt ja so ein bisschen leicht genervt, aber egal.
Hier war unser Quatsch hier. Kaninchenhock, hier hatten wir eine ganze Haufen Kaninchen drin, die hatten auch ein ganz schönes Haus. Hier unser Bereich zum Nähter, einer zumindest von den Wegen, wir haben ja mehrere Wege gehabt. Oh. So, lass mich hier bitte raus. Ja, also hier ne, hatten wir Platz für Hühner, für Kühe, für Schweine, für Pferde. Unser sogenannter Pferdestall. Oder Rinder, nein, hier Quatsch. Also unser Tierbereich. Unser Haus, unser erstes Haus, richtig groß, schön. Warte, das so sehe ich nicht so viel. Ne? Ich muss hier mal hoch. Haben wir ein bisschen besseren Blick. Ja, das Haus hat uns natürlich eigentlich am längsten begleitet. Das haben wir ziemlich am Anfang gebaut. Und da haben wir eigentlich all unser Inventar, unser ganzen Loot haben wir da drin. Auch das zeige ich euch jetzt gleich einfach nochmal zum Abschluss. Haben wir lange dran gebaut, aber noch länger haben wir an der Hütte gebaut. Wir sind nie richtig umgezogen. Tut einem auch vielleicht so ein bisschen weh. Wir haben hier so ein schönes Haus gebaut. So riesengroß, aber haben es leider nicht mehr gebacken gekriegt, ich nicht da noch einzuziehen. Wir haben so einen schönen Poolbereich da gebaut. All das begehen wir heute noch. So, egal. Aber erstmal hier rein. Was haben wir eigentlich alles an Materialien gesammelt? Ihr seht die Anzahl an Truhen. Truhen, 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 Truhen. Wir fangen mal hier an und da sehen wir nichts. Wir sehen hier, ja, hier haben wir den ganzen Netherziegel, hier haben wir Netherquarz, Glowstone, Glowstone Staub, Redstone. Hier haben wir so ein bisschen ja, Wolle und Farbstoffe drin. Hier haben wir noch eine leere Truhe, hier haben wir noch leere Truhen. Hier haben wir Blumenkiste, hier haben wir so ein bisschen Eisen drin, hier haben wir Holz, alles mögliche, Zäune, Treppen und so weiter. Hier haben wir fertig umgewandeltes Holz, hier haben wir diese Federn, Faden, Feuerstein, Pfeile, Bögen ohne Ende, die man immer mal so eingesammelt hat. Hier eine ganze Menge rohes Holz, unverarbeitet. Ja, hier die ganze Saatgut kann hier mit zu, ein bisschen Gammelfleisch und alles, was Bäume, Setzdingern so angeht. Hier noch ein bisschen Knochen, ein bisschen Knochenmehl. Hier ja, kaputtes Diamantwerkzeug, Arbeitswerkzeug. Hier so, so eine bunte Mischung eigentlich. Ne? Hier haben wir Enderperlen und was haben wir hier noch? Gasträne, Spinnenauge und so weiter an komischen Zeugs. Hier oben unsere Diamanten, Gold, Silbertruhe, da ist auch wahnsinnig viel drin und auch noch ein bisschen Lohnruten sind da drin. Aber alleine wie viele Diamanten wir haben, ne? Hier 70, 77 und in einer anderen Truhe sind jetzt ja auch noch welche. Hier ein bisschen Kohle, Werkbänke, Eimer, Cobblestone, alles mögliche, Erde, Erde, Erde. Drei Truhen voll nur mit Erde. Hier auch noch ganz viel Koppel und dieses andere Diorit, Andesit und Kies. Und ein bisschen polierter Andesit. Hier haben wir einen fertigen Stein, Steinstufen, Steinplatten. Hier haben wir Sandstein, Sand und ein bisschen Glas. Also man sieht, und hier ist noch unsere Essensbox, da haben wir noch ein bisschen was zu futtern drin. Ne? Geschlafen haben wir eigentlich fast immer hier. Und das machen wir heute auch nochmal. Gute Nacht. Also irgendwie hat sich das Spiel ist scheinbar ein bisschen neu geworden. Was ich aber hingekriegt habe, ist, dass der hier Optifine wieder funktioniert, aber egal. Hilft uns jetzt auch nicht mehr. Hier haben wir unsere Zauberbox, ne? Unseren schönen einen von unseren Zauberbereichen. Davon haben wir ja tatsächlich zwei, die genau in gleicher Form so ungefähr aufgebaut sind. Lapis Lazio, ganz viel altes Werkzeug, was eigentlich eher in die untere Truhe gehört. Ich habe noch nie so eine perfekte Ordnung hingekriegt. Das wird man wahrscheinlich nur hinkriegen, wenn man jetzt umzieht. Pferderüstung, Schallplatten, nochmal ein paar Diamanten und ein Sattel. So, Tür zu. Dann gehen wir nochmal drüben in den letzten Neubau. Die letzten Minuten von Minecraft hier auf meinem Kanal beginnen jetzt. Also, ne, letzter Besuch in dieser Hütte. Hier haben wir auch sehr viel gebaut, sehr schön geworden, finde ich. Ist auch mein schickstes Bauwerk, auch wenn da jetzt die Inneneinrichtung und alles fehlt. Trotzdem finde ich, es ist einfach schick geworden. Belehrt mich im Zweifel eines Besseren, aber mir gefällt es. Ist ja auch Geschmackssache. Ne? Hier unten der Poolbereich. Auch mega schick geworden. Fehlen natürlich eigentlich noch Liegen und all so ein Krams. Und auch hier oben die Decke. Mann, 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 hat das Nerven und Arbeit gekostet. Trotzdem schick geworden. Mega, mega krasses Bauprojekt. Echt cool geworden. Wie gesagt, ne, 100 Likes und es gibt das Ende noch. So, viel mehr ist es hier aber auch gar nicht. Ansonsten haben wir hier nur gebaut, gebaut, gebaut. Hier, nächste Etage. Da haben wir hier vorne angefangen, schon mal anzulegen. Lampen, Truhen, Lampen, Lampen. Aber ist alles noch leer.
Hier sind wir noch nicht eingezogen und hier, ja, würde man dann eben, ne? Sind die Vorratskammern sozusagen, wo man dann alles Mögliche bringen kann. Hier haben wir auch eine schöne Dachterrasse, um in diese Richtung gucken zu können. Auch ein schöner, unbebauter, natürlicher Blick. Auch ganz schick. In alle Richtungen können wir recht weit gucken. Da hinten sehen wir noch unsere Bauten, aber das haben wir noch eine bessere Möglichkeit, gleich zu gucken. Das gleiche gibt es auf der anderen Seite. Da haben wir auch angefangen. Hier aber fehlen noch die Truhen, haben wir nur erstmal die Lampen aufgebaut. Hier natürlich auch Terrasse mit schönem Blick rundherum. Ja, es waren schon Zeiten hier, ne? Wahnsinn. Ich sage ja, ein Lachen ist ein weinendes Auge. Hier die großen freien Dachterrassen. Von oben noch ein schönerer Blick natürlich. In dieser Hütte. Wahnsinn, wie viel wir hier gebaut haben. Und wir haben hier noch riesig viel Bauplatz, ne? Also wenn ich tatsächlich im halben Jahr, Jahr oder was auch immer mir auf einmal überlege, ach, ich muss mal unbedingt wieder Minecraft spielen, ich will doch immer große Bauten errichten. Ja, können wir hier machen. So ist es ja nicht. Und wie gesagt, gerne liken das Video. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, dass wir nochmal das Ende spielen. Ja, ansonsten auch von hier sehen wir ganz schön. Und wo natürlich später unser Schlafkammer errichten sollte, ist hier oben. Da haben wir noch nichts, aber hier haben wir schon eine. Hier auch ganz schick, finde ich. Ein Dreierbett, ne, damit wir es hier gemütlich machen können. Zack, zack. Und dementsprechend das mit der schönste Blick auf das, was wir bisher errichtet haben. Ich nehme heute mal zur Feier des Tages die Glasscheiben raus. Gucken wir das Ganze hier nochmal an. Möchte mich natürlich recht, recht herzlich bei euch bedanken. Ihr habt mich auch toll unterstützt hier bei diesem ganzen Projekt Minecraft. Hat euch ja auch relativ lange begleitet. Wie gesagt, vor 2,5 Jahren circa das erste Minecraft-Video hier auf meinem Kanal. Sowieso mit das erste Video, was ich überhaupt für YouTube aufgenommen habe. Und wie gesagt, ihr habt es ja vorhin gesehen. Will ich gar nicht nochmal groß wiederholen. Ich habe mich dann auch ein bisschen verändert in der Zeit. Habe ein bisschen mehr Erfahrung mit YouTube bekommen. Den anderen Zuschauer gewonnen. Vielleicht aber auch, weil ich mehr Erfahrung gewonnen habe und die Videos ein bisschen besser geworden sind. Mein ja, Schnack, wie es hier oben in Norddeutschland so schön heißt, auf jeden Fall auch besser geworden ist. Und ja, ansonsten danke ich euch. Würde mich natürlich freuen, wenn euch auch andere Projekte gefallen. Schaut gerne mal in die Adventsserie vorbei, die aktuell natürlich auf meinem Kanal läuft. Das zweite Türchen haben wir heute geöffnet. Es kommen noch 22 weitere Türchen. Ich denke, für jeden, der hier jetzt gerade zugeschaut hat, bis zu dieser Minute, bis zu dieser Sekunde jetzt noch im Video dabei ist, für den wird mit Sicherheit auch in der neuen Adventsserie das ein oder vielleicht das andere oder sogar eine ganze Handvoll Spiele dabei sein, wo ihr Bock drauf habt. Und ich natürlich habe sowieso Bock auf die meisten Spiele, die dort laufen. Von daher vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr mich, wie gesagt, so lange hier begleitet habt. Und dann würde ich mich natürlich freuen, euch in anderen Projekten wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, viel mehr bleibt mir nicht übrig. Danke euch und tschüss.